Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da, heute live vom Glückfindertag hier im Unperfekthaus im schönen Essen. Bei mir zu Gast ist die liebe Namia Bauer. Hallo liebe Namia. Hallo Andreas. Namia kam damals auf mich zu und hat gesagt, Mensch Andreas, ich habe dein Cover von deinem Glückfinderbuch gesehen und wir haben die gleiche Illustratorin, die Ulrike Hirsch. Das hat mich neugierig gemacht. Ich mag mal den Menschen kennenlernen und ich mag ihm auch mal meine Geschichte erzählen. Und das haben wir dann im Vorgespräch so ein bisschen gemacht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist ja mega spannend, wo du herkommst und was du heute machst. Du bist Kinderwunschtherapeutin. Begleiterin. Mhm. Aber fangen wir vorne an. Du wurdest geboren und hast gewohnt und gelebt. In Erfstadt. In der Nähe von Köln. Dort bin ich aufgewachsen. Mhm. Ja, und ich denke, da fing das schon an, meine Glückssuche. Oder wenn ich mich zurückerinnere als kleines Mädchen, eigentlich war ich immer unglücklich und habe immer versucht, Glück zu finden, wusste aber nie wie. Und hab eigentlich lange gedacht, dass ich mein Glück über Geld finde. Mhm. Eine weit verbreitete Meinung. Also es fing ziemlich früh an. Und habe auch immer wie verrückt schon als junges Mädchen, kleines Mädchen, immer gearbeitet, immer um mehr Geld zu haben. Und habe gedacht, dann bin ich glücklich und wenn ich noch mehr habe. Ne? So. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Ja. Geld macht sozusagen nicht glücklich. Nein. Aber du hattest Erfolg und Geld. Also das hat gut funktioniert. Genau, deswegen habe ich mir natürlich auch wollte ich Karriere machen. Ich wollte berühmt werden. Und mir war dann auch dieser kleine Vorort vor Köln, also es war mir alles viel zu klein. Und dann bin ich irgendwann nach Hamburg gegangen. Und dann? Und dann habe ich gedacht, so jetzt ist mein Glück perfekt oder werde ich es finden. War damals beim Otto-Versand und wollte da dort meine Modekarriere starten und das lief auch alles ganz gut. Und trotzdem, ich war immer traurig und ich war eigentlich immer auf der Suche. Mhm. Ich wusste aber nie, wonach. Ja. Wie kamst du dahin, dass du wusstest, wonach du suchst? Ja, das wusste ich ja nicht. Also ich habe alles Mögliche. Ich habe 1000 Jobs ausprobiert. Dann habe ich gedacht, wenn ich mich in den richtigen Mann verliebe, werde ich glücklich. Dementsprechend hatte ich dann ganz viele Freunde und das war immer unglücklich. Dieses Glück, also diese Glückssuche habe ich versucht, auch mit Essen zu finden, wo ich gesagt habe, okay, also mit Schokolade, mit Süßigkeiten und so, das war halt auch immer, aber auch das half nicht. Und ich wusste es nicht. Und dann? Dann habe ich in Hamburg, ich habe nebenbei immer noch in einem Café an der Alster gearbeitet, eben weil ich ja gedachte, mit Geld bin ich glücklicher und habe dann eben noch sehr, sehr viel immer gearbeitet. Dort habe ich dann meinen Traummann kennengelernt, habe ich zumindest gedacht damals. Mhm. Und war dann auch ziemlich schnell schwanger. Nach 2 Monaten und habe ihn dann auch geheiratet und habe in einem tollen Viertel in Hamburg gewohnt, direkt an der Alster. Ich hatte viel Geld und habe gedacht, so jetzt habe ich es geschafft. Das erste Kind kam und ja, ich war aber immer noch nicht glücklich. Aber es klingt doch so wie geschafft, oder? Also ich meine, wenn dein Ziel war, reich zu werden und jetzt wohnst du in Hamburg an der Alster und hast Geld, einen Mann, ein Kind, Haus. Ich habe auch gedacht, ich habe es geschafft und ich habe es jetzt gefunden. So. Und dann hatte ich das Gefühl, ich möchte noch unbedingt noch ein zweites Kind. Also kam dann das zweite Kind, aber es hat es auch noch nicht verändert. Obwohl ich jetzt, wenn ich zurückblicke, nicht wusste, dass damals, ich habe auch mal gedacht, ich bin glücklich. Ich denke schon. Mhm. So war es. Bin glücklich und trotzdem habe ich immer gesucht. Bin immer wieder weiter gehetzt, dahin und dahin. Und letztendlich habe ich mich dann getrennt von meinem Traummann. Okay. Und habe dann halt auch diesen schönen Ort und all das, was ich hatte, habe ich einfach zurückgelassen und hatte dann nichts mehr. Bin also wirklich mit nichts, mit meinen beiden Kindern wieder zurück nach Erfstadt. Da warst du dann aber ziemlich unglücklich. Genau, also ja, auch wieder. Das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Ne? Mhm. Dass auch da ich natürlich dann da wieder saß mit nichts, was mache ich jetzt als alleinerziehende Mutter mit 2 kleinen Kindern. Und was hast du dann gemacht?
dann habe ich halt wieder, ich habe immer 1000 Jobs gehabt, ich habe Autos am Telefon verkauft, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe, in Personalberatung, genau, und aber es war immer noch, ich habe mich immer noch leer gefühlt in meinem Inneren, war also immer noch auf der Suche. Und wann hast du angefangen zu finden? Wann habe ich angefangen zu finden? Ich denke, es war an einem Punkt, wo ich wirklich so ganz tief unten war, einfach nicht mehr wusste, was ich möchte. Ne? Also wir haben jetzt diesen Weg ziemlich abgekürzt. Ne? Also das war schon ein Weg mit Depressionen. Will ich überhaupt noch leben? Ne? Das haben wir jetzt ziemlich schnell, also haben wir verkürzt. Irgendwann war ja bei dir der Moment da, so hast du es mir ja auch gesagt, wo du sozusagen verstanden hast, dass es da mehr gibt, was du tun kannst mit dir. Genau, es brauchte halt erst nochmal diesen wirklich allertiefsten Punkt, wo ich merkte, so geht es nicht. Ich möchte mein Leben drehen, ich möchte es anders machen. Und dazu gehört auch natürlich mein Mann, mein zweiter Mann. Und ich würde einfach sagen, dass wir es zusammen, ne, wir haben uns gefunden, eben einfach zusammen unsere Geschichte neu zu gestalten, Glück zu finden. Mhm. Ne, so, und mit ihm hat eigentlich dann auch der spirituelle Weg angefangen, und den wir dann, ja, sind wir einfach gemeinsam gegangen. Genau. Sind das erste Mal dann zusammen Marathon gelaufen. Das war halt auch so ein, weißt du, so einfach es neu zu machen, anders zu machen und ne, so, das war so der Anfang, sind gelaufen, haben es uns ganz vorsichtig, ja, auf diesem Spiel, oder haben wir uns ausprobiert, ne, was wollen wir auf diesem spirituellen Weg, und hilft Spiritualität? Ja, unbedingt. Kann ich nur so sagen. Also ich bin ihnen dann vorgegangen, mein Mann. Das meistens so. Na, so, also er hat dann erstmal hat einfach dann gesagt, nee, das ist mir alles zu viel. Und ich habe dann, ja, ich habe wirklich 1000 Sachen ausprobiert. Auch da natürlich erstmal wieder gesucht und gesucht und gesucht. Ich glaube auf jeden Fall, weil es geht ja darum, wenn man das Glück sucht, also für mich ist es einfach nur hier drin, in meinem Herzen. Mhm. Ne? Und das ist ganz egal, wie viel Geld ich habe, was alles im Außen ist. Ne? Wenn ich mein Glück hier innen drin finde, dann ist es gut. Sozusagen zu sich selbst zu finden. Genau, und natürlich auch Frieden. Frieden mit deiner eigenen Geschichte finden. Ja, genau. Also da hatten wir eine Zeit, wo wir schon länger glücklich waren, bis dann wir uns ein drittes Kind gewünscht haben. Mhm. Und das ist nicht gekommen. Und das war halt wirklich, also für mich ganz, 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 ganz schlimm, auch wenn natürlich viele sagen, ja, du hast doch zwei Kinder, ne? Auch wenn dieser Wunsch da ist, noch nach einem Kind, dann war, ich habe mich so gefühlt wie eine Frau, die eben noch keine Kinder hatte. Und da ging also gar nichts mehr. Und auch wenn ich da schon spirituell, mich mit spirituellen Dingen beschäftigt habe, war alles wieder weg. Und ich war, den Kontakt zum Herzen habe ich verloren. Also ich war nur in diesem Kopf, ich will, ich will, ich will. Und ich werde nur glücklich mit einem Kind. Ich konnte mir damals nichts anderes vorstellen als das. Ja, genau. Das hat dann einige Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss mich entscheiden. Gehe ich jetzt diesen Weg weiter oder mache ich was anders? Und habe dann beschlossen, das nannte sich spirituelle Geburtsbegleiterin. Und Kinderwunschbegleitung, also eine Ausbildung zu machen, um einfach da was gegenzusetzen und nicht weiter in diesem Leiden drin zu sein, sondern was zu tun. Und mir war ganz klar, ich möchte für andere Frauen, ich möchte anderen Frauen helfen, mit ihnen arbeiten. Genau. Also das heißt, mit meinem Kinderwunsch habe ich diese Ausbildung gemacht, habe dann auch angefangen oder wollte anfangen, Beratungen anzubieten. Nur das war ganz, ganz schwer, weil ich ja selber noch in dieser Geschichte drin war. Mhm. Dementsprechend kamen auch ganz wenige Frauen oder ja, es war einfach noch zu schwer. Was ja auch schwierig ist, oder? Ich glaube, die eigene Geschichte darf schon abgeschlossen sein, bevor man anderen Leuten da ein Stück weit beratend zur Seite steht, weil sonst letzten Endes artet das vielleicht doch irgendwann in eine Eigentherapie aus, und das ist ja dann, ist mir nicht mehr so ein gutes Instrument für andere, die zu einem kommen und Hilfe suchen sozusagen. Ja, ja, genau. Also es war einfach nochmal auch da wieder Frieden mit mir und natürlich mit meinem Körper zu finden. Mhm. Es sind ja viele Frauen, und da gehörte ich auch zu,
Also man hasst in dem Moment seinen Körper, weil er einfach nicht so funktioniert, wie man das gerne möchte. Ne? Warum kriegen alle Kinder nur ich nicht? Und ja. Was ist für dich jetzt, was für mich natürlich ein mega spannendes Thema ist, weil ich einige Leute kenne, die sowohl in der einen Seite als auch in der anderen Seite sind, sozusagen, die unbedingt Kinder wollten und dann doch nicht bekommen haben. Was sagst du den Leuten dann? Ich meine, das stelle ich mir, auf der einen Seite ist das total toll, dass du da drin deine Berufung gefunden hast. Und ich glaube, das ist eine sehr glückbringende Arbeit, auch wenn es dann ja letzten Endes funktioniert. Ja, das ist ja wirklich das Schönste auf der Welt, wenn ein neues Leben geboren wird. Aber vorher muss man ja auch mit den Leuten dann darüber reden. Genau, jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Also jetzt gehen wir schon mal in diese Zeit, wo wir jetzt sind. Also mittlerweile, wie gesagt, vor einem Jahr mein Buch rausgekommen, Freudensprung, und mache mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Kinderwunschbegleitungen. Und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich, in der Schweiz kommen die Frauen und auch wirklich hauptsächlich über Skype. Und da höre ich natürlich ganz, ganz viele Geschichten und spüre natürlich dadurch, dass ich spirituell, spüre ich natürlich auch die Geschichte, was da los ist. Und das ist natürlich schon immer so ein muss ich halt schon immer schauen, genau, was sage ich da? Oder ich kann halt da nicht sofort mit dem Problem anfangen, was das eigentlich ist. Mhm. Das ist so ein langsames Aneinander antasten. Mhm. Und ja. Und wenn du jetzt sagst, du hast vorher dein Glück gesucht, sozusagen du warst unglücklich ganz früher und hast gedacht, Geld macht glücklich, dann hattest du das Geld, hast festgestellt, es macht nicht glücklich. Mann, Kinder macht auch nicht glücklich. Dann wieder zurück. Was macht dich an dem, was du jetzt machst, glücklich? Oh, das ist natürlich, wenn ich die Nachricht bekomme, dass eine Frau schwanger ist, das ist, auch wenn ich das jetzt schon oft erlebe, das ist immer wieder ein so großes Glück. Also hier einfach im Herzen so ein großes Glücksgefühl, so in meinem Inneren. Ja, also das ist einfach, das erfüllt mich. Das ist also wirklich, es ist Erfüllung, was ich tue. Mhm. Ja. Du hast gesagt, durch diesen spirituellen Weg hat dir das sehr geholfen, dass du vorher die Spiritualität für dich entdeckt hast. Hilft dir die auch bei deiner Arbeit? Ja, also nur, weil ich natürlich meine Arbeit halt nur spirituell funktioniert. Ne? Ich arbeite ja, man kann sich das so vorstellen, die Beratung, dass ich wirklich den Kontakt mit der Kinderseele habe, die da kommen möchte. Ich höre zu, ich höre die Botschaften. Ich spüre, ich sehe das in Farben. Ich sehe jetzt nicht ein Kind vor mir, aber ich sehe halt die Farben. Und über die Farben übersetze ich quasi die Worte für die Frau, für den Mann, was sie wissen müssen. Und wenn ich natürlich über Skype arbeite, wo ich denjenigen nur sehe, das heißt, es geht nur energetisch, das geht gar nicht anders. Mhm. Also das Spirituelle ist, ja, geht nur damit. Wie lange hast du gebraucht, da hinzukommen, wo du jetzt bist? Also diese 10 Jahre. 10 Jahre? Also zumindest die Arbeit. Mhm. Ne? Also ich habe die Ausbildung gemacht und dann hat es wirklich 10 Jahre gedauert, bis die Arbeit sich so weiterentwickelt hat, dass ich sagen kann, so ist es jetzt gut. Und so verteilt die sich und ich freue mich ganz besonders, dass ich auch mit Kinderwunschkliniken zusammenarbeite. Zuerst wollte ich das nicht. Ich habe gedacht, boah, die Kinder kommen auch alleine. Aber mittlerweile weiß ich, dass manche Seelen einfach das brauchen. Die brauchen einfach diese Hilfe der Klinik. Und ich begleite die Frauen auch energetisch, wenn sie in die Klinik gehen, dass sie sich wirklich nicht alleine fühlen. Und das klappt wunderbar. Ehrlich? Und jetzt, damals geglaubt, wie gesagt, Geld macht glücklich. Was würdest du heute sagen, was dich glücklich macht? Es ist die Kombination. Also wenn ich gar kein Geld habe, bin ich natürlich auch, also dann kann ich nichts machen, kann ich nicht reisen, dann bin ich auch nicht glücklich. Aber es ist einfach dieses, eine Arbeit zu machen, die mich wirklich erfüllt und etwas weiterzugeben. Also eben auch die Rückmeldungen, die ich von Frauen und Paaren bekomme. Ja, das ist einfach mein Glück. Und es geht aber nicht unbedingt nur um Kinderwunsch, finde ich, das ist ganz wichtig. Mein Job ist einfach Erfüllung. Erfüllung, also bei Frauen, also erfüllte Weiblichkeit zu leben. Es geht nicht unbedingt nur um ein Kind zu bekommen. Weil einige Frauen natürlich auch nicht schwanger werden. So, und das heißt,
ich kann ja auch glücklich werden, ein glückliches Leben führen, wenn ich nicht schwanger bin, ein erfülltes Leben. Und das ist mir genauso wichtig, weil mein drittes Kind ist ja nicht gekommen. Ne? Also auch das wäre kann meine ich, nächste Frage genau, ist gewesen. Nicht, ne? Das ist eigentlich mein Buch. Mhm. Das ist mein Baby. Hm? Und dennoch sagst du heute von dir, ich habe mein Glück gefunden, ich lebe ein glückliches Leben. Obwohl dieser Wunsch des dritten Kindes dir verwehrt blieb, aber du sozusagen einen neuen Weg gefunden hast, anderen auch zu helfen und auch dir selbst durch deinen spirituellen Weg ja. da weiterzuhelfen. Mhm. Ja, ich glaube auch, wenn mein drittes Kind gekommen wäre, hätte ich auch eine ganz andere Sichtweise wieder. So ist es aber nicht gekommen. Und hab noch mal, bin trotzdem glücklich geworden. Ne? Und das ist mir auch ganz wichtig weiterzugeben. Ich glaube, da hängt auch ganz viel drin, oder? Das Glück zu finden, auch wenn es nicht so läuft, wie wir das gerne geplant hätten, das anzunehmen. Ja. Wenn mir einer mal damals mit 18 gesagt hätte, dass mein Leben so verläuft, wie es jetzt ist, ne? Also hätte ich das nie geglaubt. Also in diesem Zickzack auf und ab und auf und ab und das war schon wirklich ein ganz, ganz, ganz anstrengender Weg. Ja, trotzdem kann ich jetzt sagen, das war alles gut so. Also einfach auch den Frieden natürlich mit dem eigenen Weg zu finden, dass es so war. Mhm. Ich will die Glückfinderfragen nicht vorwegnehmen, deshalb hole ich sie mir jetzt mal schnell, bevor ich nämlich, mir ist eben aufgefallen, das wäre auch eine schöne Antwort gewesen für die Glückfinderfragen. Aber ich stelle sie dir gerne mal, weil ich glaube, dass wir auch da an den Antworten uns da noch ein ganzes Stück nähern. Was bedeutet denn für dich persönlich, glücklich zu sein? Das ist einfach die meine Arbeit zu machen, eben, die ich über alles liebe. Und wenn ich dann die Nachrichten bekomme von den Kindern, das ist Glück, bedeutet natürlich auch Glück, einfach mit meinem Mann leben zu können, frei zu leben zu können, das, was wir auch wirklich möchten. Genau. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich? Nur ich selber. Spielst du Lotto? Nein. Macht Geld glücklich? Nein. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil. Ich bin glücklich, weil ich so bin, wie ich jetzt bin. Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich. Und du könntest zurückreisen und der jüngeren Namia begegnen. Was würdest du ihr raten? Gibt es einen Tipp, den du ihr geben würdest? Ich würde sie anlächeln. Und würde dir einfach sagen, liebe dich selbst. Gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen möchtest, die man gelesen haben sollte, die dir auf deinem Weg voller Ups und Downs, alles, was dir passiert ist, weitergeholfen haben? Ich bin ja ein Fan von Ratgebern. Deswegen habe ich auch ein Ratgeberbuch geschrieben. Also außer dein eigenes Buch, das verlinke ich natürlich. Das ist ja. Da, aber... Ich hab auch ganz viele Buchtipps in meinem Buch drin, aber deswegen also fällt mir was mir jetzt unbedingt ein. Du kannst sie mir gerne schicken, noch per Mail, dann kann ich sie bei deinem Interview, wie man neudeutsch sagt, in den Shownotes vermarken. Dann können die Leute dann draufklicken ja. Und sehen, wow, das waren die Bücher, die du gerne empfehlen möchtest. Da werde ich natürlich auch auf dein Buch verlinken und auf deine Internetseite. Wo kann sich denn jemand hinwenden, wenn er sich mit dir in Verbindung setzen möchte? Genau, das ist www.namiabauer.de. www.namiabauer.de. Darauf werde ich verlinken, liebe Namia. Vielen lieben Dank für deine Geschichte und Dankeschön.